Juhu an alle, willkommen zurück zu 4. Im letzten Part haben wir... Ja, wir sollten ja eigentlich Vettel jagen, aber irgendwie ist dann unsere Verstärkung einfach mal komplett weggestorben, so. Suddenly. Das kann ja mal passieren, also damit eigentlich den Jagen jetzt keiner. Wir wurden dann ganz spekulativ durch dieses Fenster am Ende durchgejagt, haben ein paar von den Supersoldaten mitgenommen. Außerdem sagt mir, dass ich jetzt echt weggehen soll. Hi. Sieht es, finde ich, eine gute Idee. Ist nicht eine so gute Idee, dass ich jetzt hier einfach weggehe, nachdem ich einfach mal durch bin, keinen großen Schaden habe und ja, dann meinen sie, dass ich trotzdem gehen soll. Ja, ich weiß auch nicht. Hi, Auto. Wir gehen auf jeden Fall hier durch. Neues Signal von Vettel ist aufgetaucht. Und unsere Aufgabe ist es, da reinzustürmen, all um sie zu töten und ihn am besten mitzunehmen. Und wir haben übrigens mit X halt gemacht. Ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung mehr schicken. Meine Leute wurden eben zum Harkum von Armekam abkommandiert. Da läuft was ganz Großes. Ach nee, meine Leute sind da mittendrin. Schon verstanden. Ich wünschte, ich hätte Ihre Sagen. Sind das dieselben Gangster? Sieht so aus. Ich habe noch keine Details. Das ist jetzt wohl kein verdeckter Einsatz mehr. Ups, upsala. Naja, da hatten der gute Vettel hatten nur ein Dutzend super ausgebildete Elite-Soldaten unter Kontrolle. Ich meinte, hey, das ist quasi, das kann ja mal passieren, ja. Und was ich die ganze Zeit schaue, denn die sind hier, weil Vettel ja angeblich auch eine Nähe ist, sind die garantiert auch. Ja, und da werden sie alle abgezogen, unsere Verstärkung. So, wir müssen irgendwo hin. Fragezeichen. Hier ist elegant, die haben es davor gelegt. Ja, wir haben ein paar Dutzend davon. Sind welche hier? Und welche sind offenbar auch bei Amacon? Das ist, glaube ich, der Konzern, der es gerade daran schuld ist. Und ihr hört erstmal den Anruf mal wohl ab. Sie haben eine neue Nachricht. Mike, was zur Hölle ist da drüben los? Klang wie eine Explosion. Ich kann da keinen erreichen. Ruf zurück. Ende der Nachrichten. Ach, das war nichts. Nur noch 1 Sekunden ist eingenommen. Jetzt dreht sich das und dann können wir auf die andere Seite. Nehmen wir hier rüber, rausgehen. Voll das schwierige Rätsel. Jahrelange, wissen nicht, habe ich ja Erfahrungen. Und wir können langsam laufen. Und wir können rennen. Ja, standardmäßig rennen wir, weil langsam laufen müssen wir eigentlich. Achso, ich muss. Kann ich einfach hier runterspringen oder soll ich einfach die Treppe nutzen? Nutzen wir mal ganz klassisch die Treppe, wäre spannend. Ne? Ach ja. Leiter so benutzen, wer braucht das einfach? Jetzt haben wir dieses schöne unbekannte Herkunftssignal von irgendjemanden. Der meinte uns, Stille zu senden. Oder ist einfach nur eine paranormale Aktivität. Hinten liegt ein Item, ich sehe es. Ich will das Item haben, gib mir das Item. Ach, das ist immer ein gutes Signal, wenn es die Mäuse entgegenlaufen, weil die auch abhauen. Ah, ist immer ein gutes Signal. Wenn es nicht so ist, dann würde ich mir... Okay, kleines Mädchen läuft über den Gang, alles klar. Soll ich dir mir echt einen Teddy zeigen? Und den Typen macht es offenbar übelst mit, aber mich halt überhaupt nicht. Ach, schade. Das sieht voll... Das gute Mädel heißt ja Alma, ne? Jo, die ist einfach mal gerade in die Sackgasse gerannt. Aber wir müssen da hoch. Alter, der Soldat kommt gar nicht drauf klar, was hier gerade passiert. Aber sie überhaupt nicht. Der ist einfach nicht so. Müssen wir hier unten lang oder da oben? Auf jeden Fall war da wieder so ein Replikasoldat. Nicht nur so ein Medipack. Wir haben letztes Mal schon unsere komplette Rüstung ist da drauf gegangen. Bei dem Kampf, den finalen Kampf im letzten Part quasi. Wo wir uns mit 5 Replika-Soldaten oder so angelegt haben. So. Die eigentlich persönlich kenne. Ich dachte immer, die werden halt komplett ferngesteuert. Ja,
Ja, wir haben leider keine schnell gedämpften Waffen, das ist so ein bisschen Problem. Na komm schon. Aber wie war das? Granate? Läuft! Das war geplant, dass der genaue Thema rauskommt. Das wollte ich nicht. Du musst es nicht durch. Jo, erstmal Panzer aufheben. Dumme ist, ich habe es nicht gesehen, wo er ist. Weil er mit garantiert da hinten rum. Der gammelt garantiert hier hinten in der Ecke rum. Lol. Wie war das epische Reflexe? Oh mein Gott, da beugt einer um die Ecke. Das war viel zu schnell für mich. Jo. Ich brauche einfach gar keine Reflexe. Ich krieg die auch so alle down. Na doch, ich werde sie noch brauchen, keine Angst. Ich werde sie noch brauchen. Immerhin spielen wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da können wir davon ausgehen, das ist schon ein bisschen challenging. Aber wir nehmen ja einfach alles, wo wir vorbeilaufen, automatisch auf. Das ist super praktisch. Voll das Secret, kann das sein? Oder müssen wir hier lang? Auf jeden Fall können wir uns hier über an die Gegner oben anschleichen. Ich glaube, da vorne war irgendwie so ein Gitter. Das heißt, wir müssen hier lang. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich gerade einen Secret-Weg gefunden habe. Durchladen, rein da. Okay, never mind. Ja, aber ich muss doch garantiert das kaputt machen. Genau, hier war zu. Deswegen. Okay. Jo, okay, alles klar, alles klar. Okay. Okay, da vorne sind wieder welche. Die holen wir uns jetzt. So. Ist hier noch einer? Komm schon, Leute. Hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, die ein bisschen auf den Maul zu geben, muss ich schon sagen. Aber irgendwie habe ich mir nicht. Ich weiß nicht, es ist doch zu schwierig. Ich schau das gleich nochmal nach, weil. Bis jetzt ist es alles noch relativ in Maßen, deswegen. Auch wenn das jetzt gerade sehr überraschend war, dass auf einmal einer um die Ecke geschwampt kommt. Gejumpt. Schönes Wort. Ich jumpe auch mal. Dann bis können sie von zwei Seiten kommen, aber ich glaube hinten ist die Sackgasse. So, ja, die Sackgasse. Okay, dann schauen wir mal hier los. Hocken sie alle um, diese bösen Replikasoldaten. Ich könnte mir vorstellen, die Lösung ist, dass sie einfach alle einzeln umbringen und danach als letztes Vettel. Ah ja. So, hier ist nichts. Außer ein kaputter Monitor. Ja, genau sieht das dahinter aus. Genau so. So, erstmal schauen. In der Ecke sind ja garantiert wieder welche. Ah, liegt auf jeden Fall Ausrüstung und Munition. Es kommt gleich wieder welche. Es kommt gleich wieder welche. Schon. Ich weiß nicht, ob wir da oben lang müssen oder hier. Oh, wer hatte mich gesehen? Ich
Was? Ich habe nur einen erwischt. Die versuchen mich hier voll zu flankieren. No! Ich habe mich aber nicht gesagt, Alter, geachtet. Nein! No! Oh Gott, die waren jetzt zurückgeflogen. Fuck, das ist mein letzter Schnellfeuerpunkt. No! Ach, das sagt doch jetzt, ich habe vergessen zu speichern. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Leben ich habe. Und ich muss öfters schnell speichern drücken. Ach, scheiße. Das finde ich irgendwie ziemlich scheiße. Fuck, unser erster Tod. Glückwunsch. Ist irgendwie nicht ganz so verdeutlicht, wie viel Leben man hat. Also gehen wir jetzt mal rein. Noch zwei gewesen, das weiß ich schon genau. Und das Telefon backt rum. So. Ich spreche einfach jetzt nach diesem Gefecht. Und damit. Waren das nicht zwei Leute? I'm really sure I am. Noch zwei, aber egal. Danke mir und nicht in den Rücken falle. Okay. Stirb. Ich lau mich da aus, danke. So. Genau, ist immer wieder hier. Bam, zurück mal Schneidbeeren. Es gibt zwar Safe-Stats, aber. Ja. Das ist dann halt so ein bisschen doof. Das ist halt Nachspieler, nenn ich es mal. Passiert, das gehört dazu. Kann man jetzt nichts machen. Jetzt sehen wir gleich mal, wie die Ratten alle wegrennen. Best Zeichen ever. Dass hier alles okay ist. Ah, Replikasoldaten. So, der Armo ist auch schon wieder fast down. Ist wieder voll. So, da hinten ist auch ein Medipack, das können wir uns gleich noch holen. So. Dum, 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 dum. You don't see me. Speichern. Oh Gott, der wird mich jetzt ziemlich oft sehen. Dies. Ich glaube, sie sind tot. Einer habe ich gekillt. Und die anderen habe ich mit der Granate abgeschaltet. What the fuck, sehr realistisch. Man sieht irgendwie sehr cool aus nebenbei. Aber der ist nach hinten gerannt, weil er Decken gesucht hat. Das ist gut. So, hier war ja nichts gewesen. Kann man in den Schranken nachsuchen? Nö. Kann man schon aufschlagen, ne? Kann man auch nicht aufschlagen, okay. Kann man auch nicht aufschlagen. So, hier vorne kommt die nächsten böse wichtige Glocken hier erstmal. Genau, jetzt kommt wieder die Armor. Bam. Schnell speichern! Okay, ich will es nicht ganz so hart übertreiben. Hm.
Die wollen mich ja garantiert wieder flankieren und so ein Bullshit. Deswegen gehen wir diesmal hier lang. Komm schon. Hab ich jetzt alle erwischt oder wie? Das kann nicht sein. Das ist eine Garantie noch welche. Garantie sind noch welche. 1, 2, 3. War das nur 3 Stück? Habe ich schon 3 Bobs nieder verkloppen lassen? Ist das möglich? Das kann ich jetzt irgendwie nicht ganz glauben. Ich bin einfach falsch gelaufen, wo sie auf einer ungünstigen Position, dass sie mich hier schon gesehen haben. Deswegen haben sie sich verteilt, kann das sein? Ich glaube, das stimmt sogar. Okay, dann bam. Nach jedem Kampf speichern wir. Vor und nach jedem Kampf. Das macht Sinn. Yay! Auf jeden Fall geht es hier weiter und wir sehen nichts. Jetzt, hier ist ein Checkpoint, na toll. Alles klar. Waffen. Waffen und Munition. Ich benutze nur die alte Waffe noch. Aber ich glaube, wir kriegen, wenn ich mich richtig erinnere, bekommen wir irgendwann hier eine Schrotflinte. Yay, yeah. Wenn wir sagen, nutze den Laptop. Weil der auch ihn verinternet hat. Ich habe eine Abwasseranalyse für den Aufsichtsrat von Amacom gefunden. Laut diesem Bericht kommt es flussaufwärts zu einer starken Kontamination. Keine Ahnung, warum Amacom das interessiert. Es sei denn, sie sind schuld daran. Ja, weil das hat auf jeden Fall alles in so und so. Wollte ich nur mal sagen, bam, hier ist nichts. Das ist einfach nur eine dunkle Ecke. Eine dunkle Ecke. So, wieder ein Medikit. Bam. So. Ist garantiert, dass wieder Munition drin. Warum bin ich hier mit gerade zugekippt? Das ist meistens nie ein gutes Zeichen mehr. Ein Spiel, ein unheimliche Munition und sowas gibt. Und Granaten und sowas. Das ist meistens immer so ein dummes Zeichen. Bam, 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 bam. Hm. Kann ich gar nicht treffen. Können wir unsere stylische Doppelpistole nehmen? Bam. Stil, echte Doppelpistole. Da draußen sieht aus, als wäre ein sehr krasser Kampf. Deswegen, wir gehen jetzt gleich da raus. Speichern hier aber noch. So, Leute. Da draußen gibt es garantiert gleich super mehr krasses Kloppe. Und deswegen machen wir das im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.